Ja, dieses Mal kein Review, liebe Freunde, sondern mal ein Talk-Video. Diesmal erzähle ich ein bisschen was über meinen Verdampfer oder meine Verdampfer. Und daraufhin seid ihr gefragt, liebe Freunde, dann müsst ihr mal was tun und nicht immer nur mich quatschen lassen. Dann seid auch mal ihr gefragt. Und zwar geht es heute um die besten Verdampfer. Was ist eurer Meinung nach der beste Verdampfer? Also ich habe ja hier mein kleines Tischlein für die ganzen Verdampfer, die ich habe hier. Fehlen einige, weiß ich gerade nicht, wo die wieder verschwunden sind. Mein Favorit war bisher, den habe ich auch von Anfang an, das war mein erster RTA. Wir gehen jetzt nur mal auf RTAs ein. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ja, das ist der Atfken Manta. Der war, lasst mich nicht lügen, war es 2017 oder 2018 der gekrönte RTA. Der hatte den besten Geschmack, geschmacklich also der Top-RTA, Top-Verdampfer. Den habe ich natürlich auch schön in Gold. Und ja, der war am Anfang meine Nummer 1. Aber wie viele, die den Manta kennen, wahrscheinlich auch wissen, hat der manchmal Siff-Probleme und da gibt es so viel, wenn man da alleine bei YouTube guckt, da gibt es so viele Videos, wo angeblich genau das, jeder weiß es besser, ne? Wie, es liegt an dem Gummi, es liegt an der Airflow, du musst ihn auf den Kopf stellen, wenn du den befüllst, das liegt an dies, an das, an bla bla bla, du hast den falsch gewickelt, die Watte ist zu stramm, die Watte ist zu dünn, bla bla, die Höhe des Coils über der Air, bla 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 bla. Alles Quatsch, das Ding ist halt einfach, das ist bei jedem scheinbar was anderes, ich habe so viele Sachen probiert. Der Kollege, der neigt einfach dazu, der Manta neigt dazu, halt einfach zwischendurch mal. Der hat einfach keinen Bock. Der läuft aus. So ganz einfach. Der läuft hier unten an der Airflow, läuft der halt aus. Und ja, der wurde dann abgelöst bei mir irgendwann. Und zwar von dem Kollegen hier. Ja. Und zwar haben wir hier den. Na, komm, zoom ran. Der Aquamaster. Macht genauso viel Dampf, wenn man ihn richtig wickelt. Optisch sind die sich beide gar nicht so unterschiedlich. Wobei jetzt gerade da auf dem Manta das Glas, das Tankglas, ein bisschen höher ist. Ich finde, der ist auch ziemlich stylisch, wenn ihr euch den mal so anguckt. Und das Besondere ist, der läuft nicht aus. Denn der hat hier unten so einen Regler, ne, für die Airflow. Also da hat man so einen Pinneken, den schiebt man. Und dann verschiebt sich diese Öffnung von der Airflow nach oben oder unten. Und das ist ziemlich krass. Der ist noch kein einziges Mal ausgelaufen. Der hat nicht gesifft, gar nichts. Und geschmacklich ist der mindestens genauso stark wie der Manta. Von daher ist der hier mein Top RTA auf Platz 1. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, liebe Freunde, wie sieht das bei euch aus? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr auch den Manta oder hier kennt ihr den Aquamaster? Von, was war das nochmal? Der war von... Hier zeige ich es nochmal. Aquamaster. Komm. Zoom, 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 zoom. Aquamaster RTA. Feel the flavor. Und... Ja, das ist ein super Teil. Das ist ein super Teil. Also ich bin da vollstens zufrieden mit. Und ja, schreibt in die Kommentare, Leute, was ist euer Top-RTA? Ne? Also jetzt keine Tröpfler, keine RDAs, einfach nur RTA. Was ist eurer Meinung nach der beste RTA? Schreibt in die Kommentare, Daumen hoch, Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und ja, jetzt seid ihr gefragt, liebe Freunde, haut in die Tasten. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Ich mache so gut wie es geht mit, liebe Freunde, hier, ne? Ist ein Talk-Video und ab geht's.